Ja, und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit eurem Sarex. Wir sind immer noch dabei, uns Waffenbrüder anzueignen. Ah, Geralt, was kann ich für dich tun? Du kannst erstmal nichts für mich tun. So, ab zu Kaiser M hier. Seine Unterstützung brauchen wir wohl oder übel auch. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Oh ja. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Na komm schon. Nimm einen Kompromiss. Das werde ich, wenn sie es möchte. Waffenbrüder. Nilfgaard hilft genauso wenig. Naja, können wir nichts machen. Wie heißt es so schön? Dann müssen wir halt meine anderen Waffenbrüder um Hilfe bitten. Sultan. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, das wissen wir aber schon von den letzten Folgen. Jetzt ist nur die Frage, muss ich für Soltan und Dijkstram auch noch irgendwelche Aufgaben erfüllen? Wenn ja, ich habe dazu keine Lust. Aber ich werde es trotzdem machen, weil umso mehr Waffenbrüder wir haben, umso leichter wird es gegen die wilde Jagd. Na, wir werden uns überraschen lassen, denn das wird ein Kampf. Ich denke mal, Dijkstram wird so ein bisschen Schlotter, Schlotter, Pipper, Pipper haben. Soltan ist ein reiner Kämpfer. Der wird sich schon, der weiß schon, was er will. So. Siehst du diese Visage? Abscheulich. Solches Geschmeiß sollte man nicht in Tavernen mit... Sultan? Ich bräuchte dich. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Vesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Jetzt holen wir uns als erstes noch Roche.
Alihep? Rosch? Ich könnte dich gebrauchen. Mal sehen, ob er sofort anbeißt oder irgendwelche Probleme noch gibt. Dijkstram wird mir sicherlich noch eine Aufgabe geben. Aber... wird sich zeigen. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Ah, Tölpel! Wenn ich was für dich habe, werde ich dich schon finden. Schwerter bereit und links zwei. Der gute Wes. Die gute Wes. Ist ja kein der. Alles vorbei ist, mache ich in Wüsima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen. Rosch. Geralt von Riva. Gesund und munter. Braucht deine Hilfe. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Ist ja ein Traum. Die Leute kommen von selbst. Und eine Errungenschaft. Volles Haus. Wenn ich was für dich habe, werde ich dich schon finden. Och Mann. Sei doch ein bisschen netter zu mir. Du warst schon überall. Erzähl mal. Alihep. Und der letzte, unser allesgeliebter Dijkstran. Er wird mir sicherlich noch eine Aufgabe geben, die ich schaffen muss, aber wo ein Weg ist, ist auch ein Wille. Nee, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So rum hört sich's auch besser an. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was abgeht. Kleinen Moment. Ich hab dich in Seelen gesehen. Wie hast du einen Passierschein in die Hände bekommen? Tja. Durch Glück und Verstand, würde ich mal sagen. Benimm dich, Hexer. Ja. Ganz brav. Ich tue euch doch gar nichts. So, Dijkstram, wo bleibt? Was mit Magie zu tun hat. Unwissenheit wäscht deine Schuld nicht ab. Was denn dann? Betrunkener brauche ich nicht. So, Dijkstram. Da bin ich ja fast vorbeigegangen. Da ist er doch. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Deine Hilfe. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Oh, das doch. Ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Schade. Dijkstram hätte mir sicherlich geholfen. Geh nach Skellige. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt ziemlich schnell von der Bühne geht. Dijkstram. Tut mir zwar leid, aber ich habe die meisten Leute zusammen, die ich brauche.
So, was nu? Ich würde mal sagen, zu den Skelligen. Da war das nicht, denke ich mal. Hier wird das irgendwo sein. Ich Der Fluch, der gehe mal auf zur Uma Küste. lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Naja, der gute Aberlach, der hat uns auch noch was zu erklären, sobald es soweit ist. So, einmal Items. So, hier haben wir magisches Glühwürmchen. Schön. Ich weiß doch gar nicht, wo ich es aus der Flasche lassen soll. Das ist ja ein Träumchen wieder mal. Begib dich auf ein Boot, okay? Und Reise zum Nebel. Kann ja was werden. Obwohl, mit dem Boot 600 Fuß ist nicht weit. Vorausgesetzt, ich gehe nicht unter. Wir wollen ja nicht schwarz malen, ne? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man dieses Regenwetter nicht so gerne sehen. Komm schon, gib Gas, Geralt. Highspeed. Ulivik. Da unten drunter müssen wir wahrscheinlich durch. 300 Fuß noch. Naja, das wird auch für heute die letzte Folge sein. Wir haben schon wieder gute 6 Uhr morgens. Habe ich wieder die halbe Nacht aufgenommen. Aber wie heißt es so schön, wenn man gut dabei ist, sollte man es auch zu Ende bringen. So. Vorsicht, Felsen. So, hier müsste der Nebel sein. Achtung. Speichere jetzt das Spiel. Du hättest nächste dich. Die nächste dich einem zentralen Punkt der Spielgeschichte und solltest deinen Spielstand jetzt manuell speichern. Okay. Ich bin doch schon über Level 22. Oh, wie nett das Glühwürmchen. Der Fluch, der auf Uma Schon wieder? lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als Hätte ich das gewusst, dass ich es unterbrechen kann, hätte ich das schon früher getan.
Ganz schön viele versunkene Boote. So, wir schaffen es jetzt aber noch an Land, bevor wir die Aufnahme beenden. Was für eine düstere Stimmung hier ist. Das ist ja traurig. Oh nö. Du hast mein Boot angeknabbert. Oh, so eine Geisterstimmung hier. Da ist schon mal ein Leuchtturm. Jetzt aber Beeilung, bevor die noch mehr an meinem Boot rumknabbern. Holz schmeckt doch gar nicht. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Ein Like oder vielleicht sogar ein Abo. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Oh, das ist eine böse Insel. Euer Sarex.